2 hours later. So, Freunde, Paul ist wieder am Start. Das ist Paul. Cardio Mario ist frisch, ich hab's dir vorhin schon gesagt. Bauch ist auch schon erledigt. Jetzt steht ein geiles Rückentraining an. Das Rückentraining natürlich nicht filmen darf. Epischer. Boom. Sehr gut aus. Dafür haben wir gesorgt. Epic Pump. Dafür gibt's 2 Scoops. 2 Esslöffel von Glycerol. Ist schon alles schon beim Shaker Maker drin. Und heute als Intra und Intra unsere geilen Yummy Ears. Geschmack Eiscreme. Wie die Eisbombos. 0-10, Link dazu in der Videobeschreibung. Viel Spaß mit dem Video, viel Spaß mit dem Training. Let's go! I'm not afraid to die.
A few moments later. What's up, YouTube? Ich war jetzt gerade noch im Solimoli. Dann war ich gerade noch ein bisschen einkaufen. Hab mir meine Erdbeeren geholt, meine Himbeeren geholt und mein Fenchel geholt für heute Abend. Ich bin fix und alle, wir haben 19.33 Uhr, Leute. Ich bin einfach nur tot. Heute ist ein richtiger Eat, Brain. Okay, stabil. Der Typ da hinten. Tag, wo, keine Ahnung, einfach gar nichts lief. Erstmal fett spät aufgestanden. Ne? Hat mein Körper wahrscheinlich gebraucht. Und ja, Training war jetzt auch so eine 6 von 10. War ganz okay. Dafür ist die Form nochmal extrem angezogen. Und ja, mal gucken. Heute gibt es einen ordentlichen Refeed. Was ich später food, was ich später esse, seht ihr dann. Ich fahre jetzt erstmal nach Hause. Und dann seht ihr mich wieder, wenn es Mahlzeit Nummer 1 gibt. Und da freue ich mich schon unheimlich drauf auf mein Shredded Game. Also Leute, ich sag's euch ganz ehrlich, ich kann eigentlich die Form nicht mehr kaputt machen. Mir wurde heute im Gym gesagt, ich sehe aus wie tot im Gesicht. Also wenn ich jetzt eigentlich die Bude voll mache, wir haben jetzt noch 12 Tage. Also ich kann es eigentlich nur voll machen, Frau kann ich es nicht raus. Ich treffe jetzt nur Scheiße. Also lange Rede, Doppelkinn. Schalten. Automatik habe ich noch nicht. Weil du hast nicht Scheiße gucken. Ja, heißt, ich könnte die Bude einfach voll machen. Aber mir ist es meistens immer so Kopfgeficke. Aber ich versuche einfach meinen Kopf auszuschalten, einfach zu machen. Und hey, das ist eh nur die Fibo. Wettkämpfe kommen noch. Let's go, wir sind zum Mahlzeit Nummer 1. What's up, YouTube-Freunde? Ich bin angekommen mittlerweile in der Küche und wir haben 21 Uhr 36 schon. Wie gesagt, ich war jetzt gerade noch einkaufen, hab mir Berries geholt, hab mir Fenchel geholt und jetzt mache ich meine Meals. Jetzt gibt's gleich noch meinen Shredded Cake. In der Mikro kochen meine, ich schweige Leute, 500 Gramm Reis. Leute, umso mehr ich fresse, irgendwie umso dünner werde ich, habe ich das Gefühl, Alter. Ich fick meinen Stoffwechsel. Lange Rede, Doppelkinn, wir warten bis Shredded Cake fertig ist. Der ist gleich fertig, den vernichten wir dann auf ganz entspannt. Und ja, dann warten wir bis meine fette Portion Ricey Mice gerade fertig ist. Und hier steht schon die nächste Etage. 450 Gramm Reis. Und dann würde ich sagen, Shredded Cake ist fertig. Machen wir den ready. Gibt's wieder mit Gewürzen. In genau 3, 2, 1. And it's time for meal number und 21:55 Uhr. Die fette Portion Rice, wie gerade vorhin erwähnt, die gibt's wieder mit meinen Gewürzen. In der nächsten Mikro. Ihr hört das Brummen da hinten. Die nächste Portion 450 Gramm Reis. Hier hinten gibt es dann gleich nochmal einen Shredded Cake und dann wird das später dazwischen. Meine Berries gesnackt. Lange Rede, Doppelkinn. Gewürze rein, YouTube-Video an. Let's go! Oh, 22:19 Uhr, Freunde, gibt es den nächsten Shredded Cake und das nächste YouTube-Video. Let's motherfucking go! Cake wurde vernichtet. 22:28 Uhr gibt es jetzt die nächste fette 450 Gramm Portion Reis mit dunklen Würfeln. Dann geht's runter, gibt's wieder meine Himbeeren, meine Blaubeeren und meine Erdbeeren und mein Proteinpudding und mein normales Iso. Und dann gesnackt, für mein das andere Koch. Daneben noch der Wäsche gemacht und gechillt. Also ich würde sagen, let's motherfucking go! Gartner, guck, hier kommt der Baumann. Stabile Backsteinmauer, guckst du dir mal seinen Bauch an? Hast du schon mal so ein 22:28 Uhr, Friday, gibt es wieder meine fette Portion Rice mit den Gewürzen. Das wie die UF-7 einfach brutale Linie, Bro. Bei ihm sieht man mehr Fasern als bei einem Teppich unterm Mikroskop. Rigoros, du bist nur ein halbes Hemd wie Kimono. Und du Schwein bist voll mit Ekel, fraß so wie ein Kinoboden. Chris ernährt sich cleaner, yo. Booster wird vom Peak geholt. Schieb dich hoch und ist elektrisierend, so wie.